Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den Februar. Ich habe im Februar gleich ein paar Bücher beendet, aber auch zwei abgebrochen. Und insgesamt sind es dann 9 Geschichten, die ich euch jetzt hier in diesem Video vorstellen möchte. Ich habe 1488 Seiten gelesen und ungefähr 8 Stunden Hörbuch gehört. Der Monat war qualitativ eher so ein bisschen durchschnittlich. Also es haben so ziemlich alle Bücher 3 Sterne von mir bekommen. Es gab einen Ausreißer nach oben und einen nach unten. Mit den beiden würde ich auch gleich loslegen, denn das erste Buch, das ich im Monat beendete, war auch gleichzeitig mein Monatshighlight. Das waren Texte oder Essays von Manja Prekels, Welt im Widerhall oder war das eine Plastiktüte? Das ist, wie gesagt, eine Sammlung von Texten, die sich alle irgendwie um den Osten Deutschlands, die politische Wende und die, den Ruck nach rechts, die Neonazis in den 90ern drehen. Sie berichtet hier ganz viel aus eigener Erfahrung, aus ihrer eigenen Biografie, wie es war in den 90ern im ländlichen Brandenburg zwischen Neonazis aufzuwachsen. Und was ich dann auch ganz interessant fand, war, wie sie dann auch einen Ausblick darauf gegeben hat, was aus diesen Jugendlichen damals heute geworden ist, in welchen Positionen die sich jetzt befinden und wie die auch oft das verharmlosen, was sie in ihrer Jugend getan haben und vor allem auch anderen angetan haben. Es geht hier sehr viel um Gewalt und eben auch um diese fehlende Aufarbeitung dieser. Sie blickt aber auch auf die Strukturen, die das eben begünstigt haben in den 90ern und auch heute, dass die AfD auch am stärksten in den neuen Bundesländern ist. Und sie zeigt eben auch, wie sich die Orte verwandelt haben seit dem Ende der DDR und dass es einen großen Wegzug von Leuten mit einem höheren Bildungsabschluss und von Fachkräften gab und deswegen auch die wirtschaftliche Situation gerade im ländlichen Raum sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt wieder irgendwie Fachkräfte zu finden. Und sie zeigt eben diesen Teufelskreis auf, der dadurch entsteht. Ich selbst komme ja auch aus einem ländlichen Gebiet im Osten Deutschlands und lebe jetzt auch seit einem anderthalb Jahr ungefähr jetzt wieder hier. Und manchmal ist es schon erschreckend, was man dann so gerade im dörflichen Raum dann auch mal zu hören bekommt. Oder zum Beispiel auch bei den Wahlen hier im Nachbardorf hatte die AfD über 30%. Die Demonstrationen hier waren auch sehr, sehr groß gegen Corona und die ganzen Schutzmaßnahmen. Und da hat mich das Buch halt wirklich quasi vor der Haustür abgeholt. Und ich habe dem Buch auch 5 Sterne gegeben. Das war wirklich ein Highlight und sehr, sehr flüssig geschrieben. Und diese biografischen Aspekte der Autorin machen das Buch nochmal sehr lebendig. Jetzt folgt auch gleich das Lowlight des Monats. Also die beiden abgebrochenen Bücher zeige ich euch dann am Ende des Videos. Aber das hier habe ich noch beendet. Aus der Zuckerfabrik von Dorothee Elmiger. Das war nominiert für den Deutschen Buchpreis, ich glaube 2020 oder 2019. Es ist auf alle Fälle schon ein Stückchen her und ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Monat mal so eins von diesen nominierten Büchern noch wegzulesen, die ich bei mir irgendwie noch gehortet habe, hauptsächlich auf Kindle oder zum E-Book-Reader. Ich habe mir von Aus der Zuckerfabrik eigentlich sehr viel versprochen, aber ich weiß nicht so richtig, was ich da eigentlich jetzt gelesen habe. Das ist eine sehr lose Aneinanderreihung von Texten, die mal in die Vergangenheit springen und dann sind wir es hat alles irgendwie so mit Zucker schon mehr oder weniger zu tun. Aber eigentlich, so wie ich das Buch jetzt verstanden habe, ist das eigentliche Thema der Kapitalismus. Also wir sind bei der frühen Kolonialisierung Amerikas irgendwie mit dabei. Und es geht um Sklavenarbeit. Aber im nächsten Sprung sind wir dann bei, ich glaube, dem ersten Schweizer Lottomillionär, der sich hat sehr schlecht beeinflussen lassen von seinem Arbeitgeber. Das war, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, ein einfacher Arbeiter, der dann von seinem
Chef Ratschläge angenommen hat, wie er das Geld zu investieren hat und am Ende irgendwie alles verloren hat. Und dann kommt auch immer wieder so ein bisschen Marx und dessen Geschichte mit rein. Und das ist alles wie so dahingeworfen in dem Buch. Und ich glaube, das ist einfach eine literarische Form, mit der ich nicht so richtig zurechtkomme. Oder vielleicht habe ich dann auch nicht den Ansporn, da so viel Arbeit reinzustecken in ein solches Buch, sondern möchte mich vielleicht dann doch irgendwie, oder ich möchte gerne, dass mir ein Buch was präsentiert und hier ist so viel Eigenarbeit nötig, um das alles zusammenzusetzen. Könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt, denn falls ihr von Olga Tokarczuk Unrast kennt, das war ja ähnlich aufgebaut. Das hat mir noch ein bisschen besser gefallen als aus der Zuckerfabrik. Aber da sind die Texte auch nicht so richtig miteinander verbunden, haben so gemeinsame Themen vom Unterwegssein und nicht so richtig ankommen und irgendwo dazwischen gefangen sein und zu warten. Da fand ich, wurde aber das Thema besser bedient. Hier bei Aus der Zuckerfabrik war das noch irgendwie loser. Und bei Olga Tokarczuk kam ich damit schon nicht so richtig zurecht, obwohl ich die Autorin eigentlich sonst sehr gerne mag. Hat mir das Buch da nicht gefallen und Aus der Zuckerfabrik fand ich einfach halt noch weniger schön. Das liegt mit Sicherheit aber an dieser Literaturform, die halt einfach nichts für mich ist, wie ich jetzt feststellen muss. Und jetzt kann ich euch schon mal spoilern, ab jetzt hat jedes Buch von mir 3 Sterne bekommen. Ich las noch ein E-Book, das kleine Buch vom Camping. Das war eine ganz nette Sammlung von Texten über das Draußensein, auch ein sehr schön gestaltetes Buch, viele Bilder. Also das ist wirklich eher sowas zum Anschauen, als sich jetzt einzulesen übers Camping, wenn man das noch nicht gemacht hat oder sich darauf vorzubereiten, zum ersten Mal vielleicht zelten zu gehen. Das ist wirklich was für Liebhaber des Draußenseins, die sich einfach an einem schönen Buch erfreuen möchten. Es gibt zum Beispiel auch so ein paar Tipps, wie so eine Checkliste, was kann man draußen machen oder so ein Bingo, so eine Art Bingo, wo man dann quasi abhaken kann, was man auf einer Wanderung gesehen oder gehört oder gemacht hat. Die verschiedenen Jahreszeiten zum Camping oder zum Zelten draußen werden beleuchtet und die schönen Seiten jeder Jahreszeit beschrieben. Auch die verschiedenen Landschaften und alles ist eben sehr, sehr positiv. Also das ist so ein richtig schönes Wohlfühl-Anschaubuch, sehr klein, das hat nur 80 Seiten. Ich denke, das ist einfach so ein Geschenkbuch, was man jemandem mal mitbringen kann, der gerne zeltet oder vielleicht auch jemandem, mit dem man gerne mal zelten möchte, um den so ein bisschen zu überreden, doch mal mitzukommen. Dann kann ich mir das Buch ganz gut und hilfreich vorstellen. Als nächstes las ich Die schlechteste Hausfrau der Welt von Jacinta Nandi. Ich durfte die Autorin schon mal bei so einem Blogger-Event online kennenlernen. Da hat sie aus ihrem neueren Buch vorgelesen. Und da fand ich auch schon ihre Art so sehr offen und freundlich und herzlich. Und sie hat kein Blatt vor den Mund genommen. Das fand ich sehr toll. Und so ist auch dieses gesamte Buch aufgebaut. Das ist eigentlich ein feministisches Thema. Es geht hier hauptsächlich um die Haus- und Care-Arbeit, die von Frauen auch noch immer meistens geleistet wird. Und Jacinta Nandi bricht es aber auf ihre persönliche Ebene herunter und berichtet hier aus ihrem Alltag. Sie hat ein kleines Kind bekommen und sieht sich nun auf einmal in der Rolle der Hausfrau. Sie ist eigentlich Feministin, hat kreativ gearbeitet, verschiedene Jobs schon gemacht und schreibt oder spricht bei Veranstaltungen und ist nun irgendwie an den Haushalt gefangen mit einem Kleinkind. Dazu kommt aber auch noch ein Teenager und ein Mann, ihr Freund, der es nicht so richtig einsieht, ihr irgendwas zu Hause zu helfen, denn sie ist ja diejenige, die zu Hause ist und die zu Hause bleibt. Er bringt quasi das Geld nach Hause, er geht seiner Arbeit außerhalb des Hauses nach
Und so sieht er es ganz automatisch als ihre Aufgabe, den Haushalt zu schmeißen, gleichzeitig aber eben auch dieses Kleinkind zu versorgen und sich noch um ihren Teenager zu kümmern. Und sie zeigt auf, dass das halt einfach gar nicht so einfach ist und dass eine Hausfrau nie Feierabend hat und dass sie sich tagsüber eigentlich nur um das Kind kümmert, das noch nicht in einer externen Kinderbetreuung untergebracht ist und dann auch gar nicht dazu kommt, irgendwas sauber zu machen und kaum Schlaf abkriegt und immer früh sehr, sehr zeitig aufsteht und dann versucht, noch zeitiger aufzustehen, weil sie sich dann auch von den Influencern, die so in diesem wie Marie Kondo, dieses Aufräumen, Ordnung halten, Putzbereich, Instagram und YouTube und wo auch immer die alle aktiv sind, weil sie sich von denen dann beeinflussen lässt und sich quasi sagen lässt, sie müsste halt einfach noch eine Stunde eher aufstehen und dann klappt es schon und irgendwie soll sie auch noch Selfcare-Arbeit noch mit reinbringen und ist halt völlig überlastet und überfordert und sieht sich damit sehr alleingelassen von der Gesellschaft und es ist auch irgendwie so ein peinliches Thema. Man spricht nicht so richtig darüber, dass es bei einem zu Hause dreckig ist, weil man nicht dazu kommt und keine Zeit hat und keine Nerven, zu müde ist. Und ja, und das, wie ignorant ihr Mann ihr da auch gegenübertritt und wie oft das dann in Streit endet. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr persönlich. Das bedient dieses größere Thema des Feminismus und der ungerecht verteilten Care-Arbeit, ist aber wirklich auf die Person Jacinta Nandi heruntergebrochen. Und das war mitunter auch sehr amüsant geschrieben, manchmal auch sehr traurig. Man hat wirklich mit ihr mitgefühlt und konnte sie da auch in vielen Teilen verstehen. Aber sie hat auch ihren Humor daran nicht verloren. Und so kommen auch ganz skurrile Situationen dann mal zur Sprache, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder so, wie sich das dann gestaltet in einem sehr chaotischen Haushalt. Und das war so, wie wenn diese sehr sympathische Autorin einem beim Kaffee gegenüber sitzt und dann Anekdoten aus ihrem Alltag erzählt, die aber eben unter diesem feministischen Dach hier versammelt sind. Ich hätte mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr theoretische Einbindung oder so ein größeres Konstrukt gewünscht. Es war aber ein gutes Buch, also es hat mir gefallen. Ich habe das gerne gelesen und ich freue mich auch auf das neuere Buch von ihr, 50 Ways to Leave Your Ehemann. ja, es war jetzt aber auch nichts, was so richtig hängen bleiben wird, glaube ich. Und ähnlich mit dem Hängenbleiben verhält es sich auch mit Tea Time von Ingrid Noll. Und das ist ein Phänomen, das ich bisher bei allen Ingrid Noll Büchern, die ich gelesen habe, das waren jetzt nicht wahnsinnig viele, aber so eine Handvoll, beobachten konnte. Die machen mir Spaß. Das sind alles so ein bisschen amüsante, lustige Krimi-Geschichten. Meistens ist das Grundkonzept, dass sich irgendwie Frauen gegen Männer zusammenschließen oder eine Frau allein gegen Männer handelt. Auch hier ist es so, hier kommt noch so dieses Extra hinzu, dass das alles irgendwie so Nerd-Frauen sind, die alle etwas Besonderes, irgendeine eine kleine Macke halt haben. Zum Beispiel die eine, der macht es wahnsinnig Spaß, Teppichfransen auszukämmen oder die Protagonistin oder die Erzählerin hier in dem Buch, die macht gerne Fotos von Unkraut, so eben so kleine Nischeninteressengebiete. Und die finden sich zusammen, diese Gruppe von Frauen. Und durch einen blöden Zufall kommt es dann dazu, dass ein Mann mit dieser Gruppe interagiert. Die Erzählerin, ich glaube Nina heißt, sie hat ihre Handtasche verloren, der findet sie und statt sie aber einfach nur irgendwo abzugeben, versucht er dann Kontakt mit ihr aufzunehmen und sie richtige Affäre vielleicht nicht, aber er versucht sie da irgendwie anzugraben, irgendwo hineinzuzwängen. Und dann eskaliert das mehrfach und man denkt immer mal wieder, ist der jetzt tot? Haben die den irgendwie aus Versehen umgebracht? Und so geht es das restliche Buch hindurch. Und das war sehr nett zu lesen, sehr unterhaltsam. Aber ich glaube, in einem halben Jahr weiß ich hier schon nicht mehr, was in der Geschichte so richtig vorgekommen ist. Und so
ging es mir wirklich bei jedem Buch von Ingrid Neuwes. Ja, hat Spaß gemacht in dem Moment, aber es verfliegt dann irgendwie auch ganz schnell wieder aus meinem Gedächtnis. Dann las ich eine kleine Portion Karl-Ove Knausgård. Der Roman ist Die Form des Teufels. Das sind 2 Vorlesungen, die er in Tübingen gehalten hat. Ich glaube 2019 hat er die gehalten und die kamen jetzt im BTB Verlag heraus. Das Buch ist mir sehr schnell auseinandergefallen. Also das war ein Rezensionsexemplar. Ne? Vielleicht ist es auch dann, waren das so die ersten oder so, und die sind dann nochmal überarbeitet worden in der Verarbeitung. Aber das ist wirklich beim Lesen dann hier alles sofort herausgefallen. Ich muss mir dann die Seiten einzeln zusammensetzen. Ich hoffe, dass das dann im Buchhandel nochmal irgendwie überarbeitet wurde und dass ich ja einfach so ein Montagsexemplar bekommen habe. Inhaltlich sind hier einfach wirklich die Vorlesungen abgedruckt, die er gehalten hat. Das lässt sich ganz schnell lesen. Er ist ja auch selbst studierter Literaturwissenschaftler und spricht hier zum einen von so einem wissenschaftlichen Standpunkt, aber zu einem größeren Teil aus seiner Erfahrung als Autor. Er spricht ja davon, wie er gerade als junger Autor dann Schwierigkeiten damit hatte, Texte zu schreiben, wie er erstmal sich selbst irgendwie finden musste und nicht nur versucht hat, etwas von anderen zu kopieren oder versucht hat, zu schockieren, sondern ihm wichtige Texte zu schreiben, wie das sein Schaffensprozess und sein Werdegang war. Dann ist er, als er die Vorlesungen hält, gerade dabei, Der Morgenstern zu verfassen und spricht dann auch so ein bisschen darüber, was ihm dadurch den Kopf ging, was ihn da umtrieb, womit er Schwierigkeiten hatte, wie dieser Prozess des Schreibens dann vielleicht auch so ein Selbstläufer geworden ist zum Teil. Und er geht auch auf einige Autoren ein, die einen großen Einfluss auf die literarische Welt haben, zu ihren Lebzeiten hatten und auch heute immer noch haben. Hier wird zum Beispiel auch Proust erwähnt, was ich ganz interessant fand. Aber so im Großen und Ganzen, ob die Welt wirklich diesen Abdruck der Vorlesungen braucht, ich glaube nicht. Es war ganz nett. Und dann das letzte Buch, das ich beendete, ist von Sarah Jolene Fardell. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Das ist eine Schweizer Autorin, die aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz kommt und deren Buch hier im französischsprachigen oder in der französischsprachigen Literaturwelt mehrfach ausgezeichnet wurde. Das wurde jetzt auf Deutsch übersetzt von, unvorbereitet, Theresa Bencott. Und es geht hier um das ländliche Wallis, also ganz im Südwesten der Schweiz. Ein recht ärmliches oder ein etwas ärmliches Dorf, in dem eine Familie lebt, der es nicht gut geht. Der Vater ist gewalttätig, wirklich ganz, ganz schlimm. Er terrorisiert seine Familie, vor allem die Mutter und die größere Schwester der Erzählerin hier und der Protagonistin. Aber quält auch die Protagonistin, macht wirklich ganz schlimme Sachen. Ich möchte jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Man ist ganz, ganz oft schockiert beim Lesen, hat so ein richtig ungutes Gefühl. Das hat die Autorin sehr gut rübergebracht in diesen kurzen, schlaglichtartigen Einblendungen von dieser familiären Situation. Hat das ganze Buch etwas Düsteres, obwohl die Protagonistin eigentlich schon älter ist. Also sie erzählt das in Rückblicken. Sie zieht dann weg, zieht nach Lausanne und versucht dort irgendwie zu heilen und auch damit umzugehen,
dass sie sich von ihrer Familie abwendet und damit eben nicht nur vom Vater, sondern auch irgendwie ihre Schwester und ihre Mutter im Stich lässt vielleicht. Und damit, dass ihre Umgebung eben nicht so eine Kindheit hatte und sie dann vielleicht auch nicht verstehen kann. So richtig erreichen konnte mich das Buch aber nicht, obwohl ich diese düstere Atmosphäre wirklich gut geschaffen fand. Ich glaube, das größte Problem hatte ich damit, dass es hier auch um Homosexualität geht. Und ich fand, dass die Autorin das in mehreren Fällen hier so darstellt, wie Homosexualität ist die Folge eines Traumas. Und das fand ich irgendwie eine seltsame und problembehaftete Darstellung. Mich konnte auch das Erwachsenenleben der Protagonistin dann nicht so richtig fesseln oder hat mich dann einfach nicht so sehr interessiert. Ich hätte gerne noch mehr über das Drumherum erfahren in dem Dorf. Man merkt schon, dass alle die Familie, jeder weiß, was da vorgeht, aber alle lassen sie im Stich und niemand mischt sich ein. Da war dann auch die Schuld- und Gewissensfrage dann noch aufgegriffen, aber es ist so richtig... war das Buch am Ende dann auch nichts für mich. Also es war, wie gesagt, auch nicht schlecht. Es war sehr gut geschrieben. Gerade diese kurzen Einblicke, die dann so kraftvoll waren, in diese gewaltvolle familiäre Situation. Aber es war dann im Ganzen doch nicht so richtig meins. Und deswegen hat dann auch das Buch 3 Sterne bekommen. Und jetzt spreche ich noch ganz kurz über die beiden Bücher, die ich abgebrochen habe. Zum einen Gone with the Wind von Margaret Mitchell. Das ist ja, da habe ich im Video über die Neuzugänge schon mal kurz etwas dazu gesagt. Ein moderner Klassiker. Es geht um den amerikanischen Bürgerkrieg und um Scarlett O'Hara, die ein sehr verwöhnter, impulsiver, sich absolut nicht zusammenreißen könnender Teenager ist. Die sehr gerne flirtet und aber sich überhaupt nicht selber irgendwie reflektieren kann und auch ihre Umwelt nicht wirklich wahrnimmt. Das fand ich schon schwierig, aber das größte Problem hatte ich eigentlich hier an dem Hörbuch mit der Vertonung. Das ist ein englisches Hörbuch gewesen. Ich habe das über, ich glaube, Storytel heißt die App, gehört und das klang alles so, als hätten die da eine automatische Stimme den Text vorlesen lassen. Das war so monoton. Und ich habe die ersten ungefähr 8 Stunden durchgehalten, aber das sind immer noch fast 30 Stunden gewesen jetzt. Und das, da habe ich dann einfach abgebrochen. Vielleicht greife ich nochmal irgendwann zu dem Buch, aber dann definitiv zu einem anderen Hörbuch. Oder ich hole mir das halt mal als physisches Buch fürs Regal. Obwohl ich jetzt auch die Geschichte bis hierher noch nicht so toll fand, dass ich die unbedingt jetzt weiterlesen muss. Und dann habe ich von Jonathan Safran Foers Mutter, den kennt ihr vielleicht von Alles ist erleuchtet oder, ach Gott, wie hieß denn das andere? Tiere essen hat er auch geschrieben. Extrem laut und unglaublich nah. Das habe ich noch gesucht. er ist der Autor. Seine Mutter heißt Esther Safran Foer. Und sie schreibt in Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind über die Familiengeschichte. Die Familie ist jüdisch und kommt eigentlich, oder zumindest Teile der Familie, kommen aus der heutigen Ukraine. Und ja, die Vorfahren und die Eltern von der Autorin sind vom Krieg betroffen gewesen und haben extrem viel Leid durch die Nazis verursacht erleben müssen. Und das wird hier aufgegriffen. Die Intention der Autorin, das sagt sie auch am Anfang des Buches, ist zu sammeln und die Erinnerung an die Menschen lebendig zu halten
Und wenn es nur irgendwie ein Name ist, weil sonst nichts mehr da ist von der Person, man weiß nicht, was ist mit ihr passiert, sie war einfach weg. Oder man weiß noch, sie kam in das und das Lager, aber dann fehlen die Aufzeichnungen. Es gibt kein Grab, an das man gehen kann, um dem Menschen zu gedenken. Und deswegen versucht sie, das mit diesem Buch zu machen. Und so kommen hier auch wahnsinnig viele Namen von Leuten vor, die eigentlich nicht direkt etwas mit der Familie zu tun haben. Also zum Beispiel geht es hier dann auch um Menschen, die in dem Dorf drei Häuser weiter gelebt haben und deren Cousins, die im Nachbardorf gelebt haben, die dann wiederum irgendeinem Mädchen namens so und so mit dem und dem geholfen haben. Das ist sehr stark eine Aufzählung. Und ich denke, das ist auf alle Fälle wichtig, aber vielleicht eher was für Familienforschende, für HistorikerInnen oder für Archive, für die Familie, Saffron Foer natürlich auch, aber nicht so sehr, finde ich, für das breite lesende Publikum. Da habe ich mir einfach etwas Zusammenhängenderes drunter vorgestellt und deswegen habe ich dann nach 100 Seiten dann das Buch auch jetzt erstmal zur Seite gelegt. Und das waren schon alle Bücher, die mich durch den Februar begleitet haben. Ich habe es ja schon im 90-Gänge-Video gesagt, es waren jetzt wieder ein paar mehr. Ich lese wieder regelmäßiger. Mal schauen, wie das jetzt in den folgenden Monaten sich so gestaltet. Ich würde mich wie immer sehr dafür interessieren, was eure Highlights im Monat Februar waren, wie euer Lesemonat so gelaufen ist, wie war es so qualitativ, eher auch so durchschnittlich wie meiner oder habt ihr ein paar Lese-Highlights mit dabei gehabt? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Schauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!